Ich habe eine Reduzierung des Schulgeldes an der Zeichen- und Malschule in Berlin erwirkt, damit Paula ihr Studium fortsetzen kann. Ich fühle, dass nun bald die Zeit kommt, wo ich mich nicht zu schämen brauche und stille werde, sondern wo ich mit Stolz fühlen werde, dass ich Malerin bin. Auch ich träume von einer Bewegung in der Farbe, von einem gelinden Schummern, Vibrieren, ein Schummern des einen Gegenstandes durch den anderen. Wenn du mit deinem Pinsel dir später etwas verdienen willst, so glaube ich immer noch, dass als Landschaftsmaler du mehr Käufer haben wirst, denn als Porträtmaler, schreibt mir Vater aus Leipzig. Ich möchte ihn kennenlernen, diesen Modersohn. Und dann war die Liebe eben da, wie eine Blume, die eines Tages aufblüht. Ich bin dein. Ich bin dein. Du bist mein. Ich bin in Paris. Französischer Frühling. Seit Sonntag bewohne ich ein Puppenatelier mit eigenen Möbeln. Das heißt, eine Bank, ein Tisch, ein Stuhl. Paula Becker, du lebst ja überhaupt. Du Glückliche, lebst intensiv. Das heißt, du malst. Rilke sehe ich jeden Sonntag bis jetzt. Und wir haben schöne, stille Stunden. Ich habe Sehnsucht, Freundin. Leben Sie wohl. Am 25. Mai 1906 kratzt sie mit dem Pinselstiel die Inschrift in ihr lebensgroßes Selbstporträt. Paula hasst das Konventionelle und fällt nun in den Fehler, alles lieber eckig, hässlich, bizarr, hölzern zu machen. Die Farbe ist famos, aber die Form, der Ausdruck. Ich bin nicht Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin ich. Und ich hoffe, es immer mehr zu werden.